Herzlich willkommen beim Stempelpalast. So, gerade habe ich das Unboxing-Video zu Ende gedreht. Ich wiederhole jetzt nochmal, was ich auch am Anfang des Unboxing-Videos gesagt habe. Ich habe Stamping Up angeschrieben, wann ich diese Videos veröffentlichen darf. Ich weiß, dass es genügend von solchen Videos schon im Netz gibt, aber ich möchte mich gerne auch an die Richtlinien halten. Darum habe ich nochmal nachgefragt. Heute ist Montag, der 16. April. Ich habe gerade dem DHL-Menschen die Tür aufgemacht und ein Unboxing-Video gedreht von der Pre-Order, die ich machen durfte. Jetzt möchte ich euch die neuen Stempelkissen vorstellen und es könnte unter Umständen sein, dass ihr dieses Video erst im Juni sehen dürft. Dann habe ich keine Freigabe von Stamping Up bekommen. Aber da ich damit ja weiterarbeiten muss, muss ich es also jetzt drehen und darum machen wir es einfach zusammen. So, ich möchte euch die neuen Stempelkissen vorstellen. Dazu zeige ich euch erstmal alte. Das sind unsere Stempelkissen. Ich habe immer noch darunter geschrieben, es ist Neutralfarben 1, weil es gab bei mir in dem Stempelturm eine Sortierreihenfolge. Und so konnte man immer ganz schnell sehen, in welche Position das gehört und was fehlt. Und diese Ziffern habe ich genau so geschrieben, wie es im Katalog von oben nach unten sortiert war, damit die Teilnehmer einen Wiedererkennungswert haben. Ja, der Stempelturm steht auf der Auslaufliste, das habt ihr sicher schon gesehen, denn unsere neuen Stempelkissen sind anders beschaffen, sodass sie in diesem Stempelturm nicht vernünftig halten. Und wenn man diesen Stempelturm etwas schneller dreht, dann hat man so ein paar Wurfgeschosse. Aber es wird bestimmt eine andere Möglichkeit geben. Irgendwas werden die sich bestimmt einfallen lassen. Ja, aber sie haben sich auch schon was einfallen lassen. Nämlich diese Kufen, die hier das so unmöglich machen, dass zwei geht vielleicht gerade noch, aber wenn dann nochmal welche dazukommen, dann geht es eben nicht mehr gut aufeinander stehen. Das ist bei den neuen anders. Tada! Das hier sind unsere neuen Stempelkissen. Sie haben eine sehr viel größere Fläche für die Farbe, wie man sieht. Hier. Sie haben hier oben vier kleine Löchlein. Und dann packen wir nochmal das nächste aus. Das habe ich nämlich gerade aus dem Karton geholt. Deswegen hat das auch noch Folie an sich. Das ist Blaubeere. Wir wollen ja auch alle jetzt mal die Farben lernen. So, und hier sieht man nämlich... Man kann sie schön ineinander stellen und dann verrutschen sie nicht mehr so leicht wie, oh, da, genau. So, das sind unsere neuen. Sie haben, wie auch hier schon früher, Aufkleber unten drunter. Die kann man hier komplett abmachen, eigentlich. Machen wir einfach mal. Genau. Macaron à la menthe. So. Das nehmen wir da komplett runter. Und jetzt könnt ihr das nämlich hier in meiner Hand, glaube ich, etwas besser sehen. Es gibt also Englisch. Französisch habe ich gerade in der anderen Hand. Dann gibt es hier Minzmakrone in Deutsch. Das kann... Wie es auch hier schon war, vorne auf das Stempelkissen drauf. So. Dann gibt es hier noch Japanisch und hier unten drunter, und auch das ist neu, gibt es nochmal ein leeres. Das finde ich auch sehr schön. Da hat Stamping Up nämlich auch den Wunsch aufgenommen oder die gängige Praxis, wie es mit den alten schon war. So, jetzt zeige ich euch nämlich das nächste. Früher waren hier immer drei Punkte, dann musste man hier also erst einmal drücken, dann
umklappen und festschieben. Auf dem Rückweg genau dasselbe. Umklappen und einrasten. Und hier sind keine Punkte mehr. Das heißt, wir können einfach aufmachen. Klack, nicht mehr schieben. Natürlich kann man hier, ne, also dieser Platz wie immer dann, wenn man mit der Farbe spielen möchte, mit dem Wassertankpinsel zum Beispiel. Das geht natürlich noch sehr schwergängig, weil sie recht neu sind. Man kann sie hier dann auch reinschieben und wie ihr jetzt hier seht, da ist jetzt der Platz für das, was ich in der Hand habe. Ich drehe das mal eben einmal um. Hier können wir jetzt das reintun, damit wir eben auch von drinnen sehen, denn das Stempelkissen ist ja irgendwie schwarz oder sehr dunkel. Ich mache mal einfach das nächste daneben. Da sieht man schon nicht mehr so richtig, was was ist, aber mit diesem kleinen Aufkleber, der hier noch ist, der ist hier ja auch drunter. Da ist er auch drunter, den nehmen wir hier auch runter. Dann können wir den hier reinkleben. So, und jetzt kann man den Unterschied also dann auch sofort sehen, wenn man sie nebeneinander liegen hat. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. Früher habe ich mich immer noch ein bisschen geärgert, obwohl ich wusste, manche haben einfach dann eine andere Sprache genommen und hier reingeklebt. Aber hier innen war ja immer noch dieser Nupsi. Und ich fand das immer doof. Ich hatte auch keine Lust auf diese Fummelei. Aber hier finde ich das gerade echt gut, weil das einfach mitgedacht ist und nicht irgendeine Sprache zur Verfügung gestellt wird, sondern dann einfach ein leeres. Total gut. So, Blaubeere klebt auch schon mal. Minzmakrone haben wir auch schon fertig. Das habe ich mitgebracht von Onstage. Das habe ich nämlich gewonnen. Ja. So sieht es aus hier an der Front. Das sind unsere neuen Stempelkissen. Und ja, ich finde sie super. Ich finde sie wirklich toll und es wird bestimmt eine neue Aufbewahrungsmöglichkeit geben irgendwann. Es gibt noch überhaupt keine News darüber. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass der Stempelturm rausgeht. Es gibt die Möglichkeit, diese Stempelkissen trotzdem in den alten Stempelturm zu stecken. Wie gesagt, nur dann dürft ihr eben nicht, sondern ihr müsst vorsichtig drehen, weil die haben nicht mehr diese Kufen, um sich an der Ebene festzuhalten, sag ich mal. Mehr gibt es auch, glaube ich, zu diesem Stempelkissen. Doch, natürlich. Oh, ein Wesentliches habe ich vergessen. Wir haben eine neue Oberfläche. Dieser Stempelfarbe ist ein Zusatz beigemischt worden, damit das nicht mehr so schäumt. Ihr habt vielleicht auch schon mal entdeckt, gerade helle Farben und gerade im Sommer, wenn es sehr warm ist, zumindest war es dann bei mir so, haben geschäumt. Und wenn man dann großflächige Stempel benutzt hat, dann war der Stempelabdruck sehr unregelmäßig und man hat diese Mini-Bläschen auch auf dem Stempelabdruck gesehen. Dessen hat sich Stamping Up angenommen und hat ein Anti-Schäumen-Mittel in die Stempelfarbe gemischt, sodass das jetzt also nicht mehr schäumen sollte. Ihr könnt grundsätzlich die alten Stempelkissen weiter benutzen, auch mit der neuen Nachfüllfarbe irgendwann befüllen. Ihr dürft nur nicht vergessen, dass dieses Anti-Schäumen-Mittel ja dann in einer sehr geringen Konzentration da ist. Ihr könnt auch eure alten Nachfüller in die neuen Stempelkissen kippen. Aber auch da macht ihr euch ja euer neues Anti-Schäumen-Stempelkissen, denn hier ist es ja auch drin, macht ihr euch dann eher kaputt.
Ich würde euch raten, die alten Nachfüller mit den alten Stempelkissen zu benutzen und euch für die neuen Stempelkissen neue Nachfüller zu kaufen, damit ihr dieses Antischäummittel nicht verwässert. Natürlich ist das über kurz oder lang teuer, wenn jetzt alle Farben geändert werden müssen, aber auch ich werde nur nach und nach Farben ändern, werde mal, wenn ich Shopping-Vorteile habe, mir zwei Stempelkissen dann dazu kaufen und werde so lange noch mit den alten arbeiten und werde jetzt als allerersten Step nur das kaufen, was neu kommt. Ja, das Einzige, und da möchte ich bitte auch noch darauf hinweisen, was nicht funktioniert, Schwarz und Anthrazitgrau werden uns ja verlassen, zumindest als Archivtinte. Wir bekommen Anthrazitgrau wieder ganz normal als klassische Tinte, als Farbtinte, und Schwarz wird Stazon oder Memento sein. Und die Nachfüller aus diesen beiden alten Stempelkissen dürfen nicht in die neuen, unter keinen Umständen. Weil dies ist Archivtinte und die neuen weichen Stempelkissen, also diese sind ja harte Stempelkissen, und wenn das dann auf die weichen Stempelkissen kommt, dann macht die Nachfülltinte die Stempelkissen hart. Das wollen wir nicht. Also bitte Schwarz und Anthrazit nicht den Nachfüller weiter benutzen. Bei allen anderen Farben könnt ihr das, wenn ihr das möchtet. Meine Empfehlung ist es auch nicht zu tun, aber das bleibt dann eure Entscheidung. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt zu den neuen Stempelkissen. Das Kissen selber ist von der Höhe identisch, nur durch diese Kufen halt ist es dann doch etwas kleiner, wie man ja sieht. Aber hier sieht man schon ganz deutlich, es ist schon gut. So, damit sage ich erstmal Tschüss. Ich wünsche euch noch einen tollen Morgen, Mittag, Abend oder Nacht oder wie auch immer. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.